Ich möchte heute Spaß, Fun und Action erleben. Deshalb bin ich heute auf der Kleinmesse und es geht heute mal nicht um Sehenswürdigkeiten. Küchenmeister, jetzt stehen wir vor Ihrer Schaukel. Warum heißt sie Konga? Weil es eben die Konga-Schaukel, wie King Kong, die größte transportable Schaukel der Welt ist. Und im Vergleich zu King Kong, wie jeder weiß, kein kleiner Affe groß, da bin ich auf den Namen gekommen. Und wie hoch und wie schnell ist sie? Also in der Höhe, Flughöhe sind wir bei 45 Meter und 120 Stundenkilometer mit vierfacher Erdanziehungskraft. Das ist sehr schnell. Fahren Sie denn jetzt auch noch so oft damit oder eher weniger? Klar, in der Anfangsphase bin ich da schon jeden Tag mitgefahren, aber jetzt nicht mehr. Ich brauche den Kick persönlich nicht mehr. Ich bin damit groß geworden mit der Kirmes. Ich kenne alles von klein bis groß und ja. Sind Sie stolz darauf, dass es die Attraktion dieses Mal ist? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall, weil ich bin eben mit der größten Schaukel, ist auch ganz neu. Die ist letztes Jahr im Juli rausgekommen. Und das ist natürlich schön, wenn ich dann überall die neue Attraktion bin. Ne? Schön, danke schön. Jetzt werde ich das doch gleich mal testen. Wow, das war eine Fahrt. Ich muss mich jetzt erstmal ausruhen und für Sie das Wetter, aber mal ganz anders. Das Wetter für Samstag, den 5. Mai 2012. Sonnenaufgang ist um 5.34 Uhr. Morgens 13 Grad, mittags 11 Grad und abends 8 Grad. Den ganzen Tag über wird es leicht regnen. Es weht ein leichter Südostwind, Sonnenuntergang 20.40 Uhr. Das Wetter für den Sonntag, den 6. Mai 2012. Da ist der Sonnenaufgang um 5.33 Uhr. Morgens sind es 9 Grad, mittags 12 Grad und abends 7 Grad. Morgens und mittags wird es leicht regnen und am Abend wird es wolkig. Es weht ein leichter Südostwind. Sonnenuntergang 20.42 Uhr. Und das Biowetter. Der Temperaturwechsel wirkt sich negativ auf die Kreislaufstabilität aus. Menschen mit einer überdurchschnittlichen Anfälligkeit für hohen Blutdruck sollten sie schonen. Zudem können auch Kopfweh und Migräne plagen. Die Erkältungsgefahr ist ebenfalls höher als sonst üblich. Der erholsame Tiefschlaf lässt meist zu wünschen übrig. Bauernregel: Regen zu Christi Himmelfahrt macht den Bauern die Erde hart. Trotz Regen kann man hier jede Menge Spaß haben. Bis zum 20.05. ist sie noch geöffnet, also kommen Sie vorbei. Für mich reicht's für heute. Ich entspanne noch ein wenig hier auf dem Riesenrad.